Costa das Pergament zur Entschlüsselung des Runenbuchs versteckt hat, kann Anna Estaria nicht mehr zurückbringen. Als Anna auch noch einen Albtraum hat und ihre violette Zauberblume verwelkt, glaubt sie an ein Zeichen von Daria. Costa ist nach dem Streit in der Herberge ins Schloss gezogen. Emily möchte trotz des Streits die Gruppe zusammenhalten und Costa wieder zurückholen. Als Emily Isabel morgens abholen will, hat diese einen seltsamen Traum.